Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Helden. Reini schreibt gerade schon in den Chat. Guten Tag, Herr Villager, schreiben wir zurück. Und moin Gomme. Leute, es ist soweit. Ich bin kein Ampelkrieger mehr. Ich grab mich erstmal hier raus, Leute, dann erkläre ich euch alles ganz genau. Es sind nur Reini und Gomme leider gerade on, aber wir werden jetzt erstmal auf jeden Fall Reini hunten. Ich habe gerade nur gesehen, dass zwei Spieler auf dem Server sind. Dachte, ich connecte mich direkt mal, um zu gucken, ob wir ihn töten können. Aber Reini ist natürlich jetzt hier mein Erzfeind gefühlt. Ich habe schon mal gegen ihn verloren, Leute, mit dem Heldenkit. Ich weiß nicht, ob ich gegen ihn gewinnen würde hier. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Direkt schon mal Dia-Boots anziehen, Leute. Jetzt geht's hier richtig los. Okay, wir müssen aufpassen. Also, ich bin kein Ampelkrieger mehr, Leute. Ich gehe jetzt erstmal Richtung Mitte und wir gucken, was da abgeht. Jetzt seid ihr erstmal traurig und denkt euch, Ryan, wie konntest du die Ampelkrieger verraten oder verlassen? Was ist los mit dir? Warum bist du kein Ampelkrieger mehr? Aber das ist es gar nicht, Leute. Denn ab heute gibt es offiziell, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ab gestern, keine Kläne oder Clans. Ich weiß immer noch nicht, was die Mehrzahl ist. Auf Minecraft Helden. Das heißt, ab jetzt ist alle gegen alle. Das ist eine offizielle Regel, Leute. Deswegen gibt es jetzt keine Kläne mehr. Also wenn ich Reini treffe, müsste ich ihn angreifen mit Gomme zum Beispiel. Ich werde ihn, denke ich mal, erstmal aus dem Weg gehen, weil für mich ist er immer noch Ampelkrieger. Wobei, vielleicht würden wir auch fighten. Ich kann nicht einschätzen, wie Gomme da drauf ist. Aber gezielt würde ich erstmal Reini suchen, denn wir müssen uns an den Eiskriegern oder den ehemaligen Eiskriegern immer noch rächen dafür, wie sie Flo getötet haben und aus dem Projekt geschmissen haben, Leute. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Deswegen müssen wir mal schauen hier, ob wir Reini finden. Letzte Folge haben wir Reini schon kurz gefunden, aber haben ihn dann leider wieder verloren und haben dann Alphastein gejagt. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall immer noch hauptsächlich, einen der Eiskrieger zu töten und zu hunten und mich zu rächen. Denn Flo ist gestorben gegen die und Rustik ist inzwischen auch raus, Leute. Die Ampelkrieger werden einfach immer weniger und wir müssen uns jetzt rächen hier. Es geht jetzt auch los, Leute, dass die Border jeden Tag kleiner wird. Das heißt, bald ist hier nichts mehr übrig. Also man kann hier nirgendwo mehr hingehen. Und wenn man sich einloggt, ist man zu 100% dann, denke ich mal, bei einem Gegner, wenn die Border am kleinsten ist. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, Leute. Das Finale kommt immer mehr. Lasst auf jeden Fall jetzt gerne schon mal ein kostenloses Abo und einen Like da, Leute, für mehr Minecraft-Helden-Content. Und wir gucken mal, ob wir wen finden heute. Okay, warte mal, die Mitte müsste in die Richtung sein. Was ist denn hier passiert? Alter, hat jemand eine Falle gebaut oder was? Das ist halt auch die Sache, ne? Es werden super viele jetzt mit Fallen spielen. Meine Taktik ist es ja einfach, PvP zu machen. Full PvP auf den Gegner draufgehen. Aber viele sind natürlich eher die Fallenbauer oder haben keinen Bock auf PvP und werden irgendwie versuchen, einen eklig in eine Falle zu locken. Vor allem, glaube ich, auch die Eiskrieger. Ich habe das Gefühl, dass die... Alter, hier ist alles in die Luft geflogen, ne? Ich habe das Gefühl, dass die Eiskrieger das auch so machen werden, dass die eher auf Fallen gehen und sowas. Ich meine, Flo haben die ja jetzt auch so rausgehauen, indem sie seinen Dummy getötet haben und sowas. Und ich muss sagen, ich muss jetzt langsam auf Kills gehen. Ihr wisst alle, ich habe viel zu wenig Ressourcen. Ich bin nicht top vorbereitet für Civil War, aber ist mir egal. Ich möchte einfach nur noch ein bisschen Action haben, Leute fighten. Wenn wir gewinnen sollten, ist es natürlich umso besser. Aber ich möchte eigentlich nur ein, zwei Leute noch killen. Und das ist doch die beste Chance, die ich habe. Weil wenn ich wen kille, kriege ich natürlich seine Ressourcen. Verschwende aber auch eine Menge Ressourcen, ne? Muss man immer dazu sagen. Als wir letzte Folge Alphastein gechased haben, hat mich das knapp über einen Stack Enderperlen gekostet. So, mittlere Insel. Ungefähr hier endet, glaube ich, auch die Border am Ende. Das heißt, irgendwo hier muss man dann am Ende gegeneinander fighten. Das heißt, es kann natürlich gut sein, dass Leute hier schon Fallen gebaut haben. Sieht auch sehr stark danach aus, weil hier ist inzwischen wirklich alles weggesprengt, ne? Hier war doch safe einfach eine Falle. Oh, Army ist auch online. Das ist auch so ein Problem, Leute. Die Eiskrieger, also gibt es offiziell nicht mehr, aber ich weiß nicht, ob man eine 1v1 gegen die machen kann. So, haben hier Leute inzwischen unterschrieben. Ich hatte ja mit Rustik hier so ein Buch gemacht, wo wir für die Auflösung der Kläne sowieso waren. Rustik Ryan Stunny hat noch unterschrieben. Okay, aber das war's. Ansonsten keiner mehr. Ändert nichts, denn jetzt... Oh, ich dachte, ich habe was gehört. Ich muss kurz raustappen, Leute. Aber ich kann eigentlich nicht raustappen, weil dann wäre ich halt angegriffen hier wahrscheinlich. Vielleicht beobachtet mich ja auch schon jemand. Alter, was ist denn hier? Hier ist eine geheime Kiste oder was? Was? Grüße Benson. Was ist denn jetzt passiert? Ist hier irgendwas Gutes drin, Leute? Ich meine, man darf jetzt auch alles aus den Kisten nehmen. Es ist alles erlaubt inzwischen, aber da brauche ich nichts von. Amir schreibt auch Ryan direkt. Oh mein Gott. Amir. Das war's. Ich nehme dir ein Herz. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wollen wir 1 vs. 1? Oh mein Gott. Soll ich 1 vs. 1 gegen ihn machen? Oh, das wäre krass. Ich schreibe, können wir machen. Ist mir komplett egal. Ich glaube, ich habe keine Chance gegen Army. Er hat 6 Rüstungssets oder so. Oh, das wäre heftig. Das wäre heftig. Meinte der, meint das ernst? Ich bin gespannt, ne? Ich bin gespannt. Wann und wo? Ich schreibe ihm, wir können jetzt direkt oder Freitag. Da passt es auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ey, wenn wir jetzt eins machen, das wäre so krank, Mann. Es wäre wirklich dumm, gegen ihn zu fighten, eigentlich, um ehrlich zu sein. Dann macht ihr zwei, meint er. Weil Gomme und ich nicht so viel Loot haben. Klar, wir fighten gegeneinander oder was? Niemals, Mann. Ja, mit Regeln wäre natürlich auch gut, Leute. Die schreiben ja auch mit Regeln. Das Problem ist, Army hat einfach 8 Rüstungssets, ne? Das ist so krank. Das ist wirklich krank, Leute. Schreibt mir mal gerne Tipps in die Kommentare. Was sollen wir machen, um das Ding zu gewinnen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich würde gerne, dann Ryan, wir können ohne Regeln. Leute, schreibt in die Kommentare, soll ich gegen Army fighten oder nicht? Ich schreibe, ich lasse
die Zuschauer entscheiden. Lass die Zuschauer entscheiden. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Ohne Regeln, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich sehr, sehr schlechte Chancen. Ich müsste ihn irgendwie wegklatschen, während er noch Rüstung hat und alles. Weil wenn mein Helm kaputt ist und so, dann war es das halt bei mir. Ich kann einmal switchen, Leute, dann war es das. Freitag 2 versus 1, schreibt der. Sollen wir das ankündigen? 2 versus 1, 2 versus 2. Gomme gegen keine Ahnung wen und Army gegen mich. Er schreibt, Ryan, du schaffst das. Ich habe keine richtige Ersatzrüstung, Mann. Der hat 8 Sets. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr, wie kann ich am besten gewinnen? Ich glaube, dass das Smarteste wäre, um ehrlich zu sein, zu warten, bis die Border am kleinsten ist und dann zack, einfach fighten und versuchen abzustauben und so. Ist natürlich ein bisschen dreckig, könnte man aber machen. Wieder ein Ampelkrieger, der kein 1 vs 1 will, ist okay. Ich lasse die Zuschauer entscheiden. Ich schreibe jetzt schon, ich habe eh nicht genug Ressourcen für den Win gerade, um ehrlich zu sein. Also mir ist es wirklich egal, wir können 1v1 machen, dann sterbe ich wenigstens mit Ehre, oder? Er schreibt auch, lass deine Zuschauer entscheiden. Das Problem ist natürlich auch, kann ich ihm vertrauen, Leute, ne? Das ist die Frage. Wir können, by the way, trotzdem mal handeln, ne? Ich laufe die ganze Zeit in der Mitte rum. Ich meine, wir können trotzdem mal gucken, ob wir irgendwen finden. Wenn ich spontan wen finde, greife ich den halt trotzdem an. Ich bin zum Handeln online gekommen. Leider sind nur Leute online, die super viel Equip haben und super viele Rüstungssets. Ich müsste so jemanden raushauen wie Ente oder so. Ich glaube, der hat nicht so viele Ressourcen. Das wäre, glaube ich, das Smarteste. Ente töten oder iCrimex töten oder so. Da könnte ich vielleicht, selbst wenn iCrimex viele Rüstungssets hat, vielleicht, wenn man den gut überrascht oder so, schafft er es nicht, das Rüstungsset zu wechseln. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre natürlich super stark. Was ist denn hier passiert? Hier liegen die Hoffnungen und Träume von Yami. Achso, das war schon mal so, ne? Aber jetzt ist es aufgesprengt worden, Leute. Leute, ist kein Ding. Ich frage jetzt Gomme, ob ich mir den Gomme-Mode dann für den Fight ausleihen kann. Weil wenn ich den habe, dann gewinne ich so oder so. Den brauchst du dann aber auch, schreibt der. Ich glaube, ich bin besser als Army im PvP. Das Problem sind, wie gesagt, die Ressourcen, Leute. Den kannst du haben. Geil. Let's go, Mann. Danach bekommst du den nicht wieder, schreibt Army. Ja, weil er mich angeblich killt, ne? Wahrscheinlich. Ich muss den Fight von Army und Rustic mir anschauen, Leute. Ich muss den analysieren. Den habe ich mir nämlich nicht richtig angeguckt. Dann kann ich auch sehen, wie gut Army im PvP ist. Aber ich denke halt, dass ich besser bin. Nur die Ressourcen sind das Problem. Ich könnte jetzt auch noch farmen, aber das ist super langweilig. Wir kriegen eh nicht mehr so viel. Ich könnte versuchen, noch Gold zu farmen. Für Goldäpfel, da habe ich nämlich fast nichts mehr. Er schreibt Rip Rustic und Rip Floam. Das stimmt leider. Die sind beide draußen. Alter Gomme, möchte einer von euch jetzt spontan kämpfen? Muss dann 15 bis 20 Minuten aber weiter. Ey, 15 bis 20 Minuten, wie schnell soll der Fight denn gehen? Den will ich spectaten aber. Jetzt bin ich gespannt. Die Eiskehrer spucken nur große Töne. Jetzt muss es losgehen. Glaubst du, einer stirbt in 20 Minuten? Die sollen sich jetzt mal nicht raushalten. Hier, Gomme hat es denen jetzt angeboten, Leute. Oh, er schreibt ihr, ja, ihr sterbt in 20 Minuten. Ey, wirklich, Minecraft Helden ist jetzt einfach nur noch online kommen, beefen und Leute handeln, ne? Mehr ist es eigentlich gar nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, ob wir das 1v1 machen sollen oder nicht. Hätten wir natürlich nochmal ein bisschen Action. Ressourcentechnisch ist es nicht smart auf jeden Fall, aber für Action wäre es natürlich ganz geil. Wo sind die wohl, frage ich mich, ne? Haben die sich irgendwo vergraben oder sind die irgendwo unterwegs? Weil ich laufe super, also ich laufe die ganze Zeit nur über den Server, aber ich finde keinen. Mich würde auch mal interessieren, wie weit man hier noch rauskommt Richtung Border. Das können wir sonst auch ja mal gucken, weil ich glaube, die Border ist halt echt immer noch sehr groß, ne? Die wird aber jetzt von Tag zu Tag kleiner. Ich glaube, irgendwie immer um so 200 Blöcke oder so pro Koordinate. Das sind dann 400 Blöcke sogar, oder? Weil 200 die eine, dann 200 die andere, 400. Ja, um 400 Blöcke dann immer kleiner jetzt. Da muss man auch aufpassen, wo man sich ausloggt, weil wenn man sich außerhalb der Border ausloggt, ist man halt down, ne? Dann ist man tot, automatisch schon ausgeschieden. Schaut, by the way, auch gerne auf ryanxcall.de vorbei, denn da gibt es noch bis Ende des Monats den Schokomelonen-Ampelkrieger-Merch, Leute. Die Ampelkrieger gibt es jetzt zwar nicht mehr in-game, den Merch gibt es aber trotzdem noch bis Ende des Monats, von daher schaut da gerne vorbei, Leute. Und wir gucken mal, weil da hinten sind mehrere Webs. Wurde ihr gefightet? Alter, ich habe Schritte gehört, das war aber einfach er hier. Moin. Isst du auch Fleisch? Wobei, kann ich dir nicht geben. Yo, hier war safe ein Fight, guck dir das mal an, das ist ja richtig krass. Alter, ich freue mich auf Freitag, schreibt Army. Ich freue mich auch. Ich glaube, wir machen echt den Kampf einfach, wenn das so weitergeht. Ich will halt eigentlich noch sehr, sehr nice Helden-Content bringen, aber man muss halt ganz ehrlich sagen, der Server ist ein bisschen tot seit dem Civil War und entweder man findet zufällig jemanden oder halt nicht und läuft wie ich jetzt einfach nur random rum. Oh, lol, hier ist die Border. Alter, gar nicht gesehen. Okay, da ist das Gefängnis, hier ist die Border. Ah, lol, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Hier ist die Paulberger Burg. Okay, krass. Und da vorne ist dann schon die Border, Leute. Ah, hier ist die Border. Warte mal, es würde mich interessieren, wenn die jetzt 200 Blöcke kleiner wird. Dann geht die ungefähr bis hierhin noch, wenn ich das richtig gecheckt habe. Das ist natürlich schon ein gutes Stück kleiner. Dann haben wir wirklich danach nur noch so ein paar Tage oder so und dann ist sie in der Mitte, dann ist sie super klein, die Border. Boah, ich bin da wirklich hin und her gerissen, Leute. Am smartesten wäre es zu warten, bis die Border klein ist und dann einfach auf den Server zu gehen, wenn alle am Fighten sind und sich irgendwo mit einzumischen. Aber ich hätte auch schon Bock einfach auf so einen richtigen Fight am Freitag. Das wäre schon geil. Aber ich kann auch nicht einschätzen, ob ich Army vertrauen kann jetzt. Im Civil War kann man erst recht den Absprachen nicht mehr vertrauen. Vielleicht kommt der da mit allen Eiskriegern dann trotzdem irgendwie an oder so. Wir fighten und dann zack, mischen sich noch drei andere Leute an und ich bin raus.
raus, ne? Das kann halt auch passieren. Okay, Leute, ich bin sehr gespannt, was ihr zum Fight gegen Amir sagt. Das wäre jetzt ein kürzeres Video, aber ich bin jetzt länger rumgerannt und man findet hier einfach keinen. Ein paar haben sich jetzt auch schon ausgelockt. Ich werde jetzt einfach nur noch auf den Server joinen, wenn super viele Leute online sind oder wenn wir feste Fights vereinbart haben, denke ich mal. Ich muss erstmal gucken, wo ich mich auslogge. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich mich mit der Border verrechne und dann so sterbe. Das wäre das Traurigste überhaupt, weil ich mich falsch ausgelockt habe, Leute. Ich suche auf jeden Fall jetzt noch einen Spot, Leute. Schaut gerne auf ryanxcode.de vorbei für den Schokomelone Ampelkrieger Merch. Da gibt es auch momentan zu jeder Bestellung eine kostenlose Autogrammkarte mit dazu, Leute. Lasst gerne ein kostenloses Abo und einen Like da. Schreibt in die Kommentare, sollen wir gegen Amir fighten oder nicht. Und auf Wiedersehen.